Hi Leute, ich begrüße euch heute am 1. Mai zu einem neuen Teil hier im Reefer-Tagebuch auf Vipers Meerwasser. Da hat sich ein kleines bisschen was getan, oder eigentlich auch nicht, werdet ihr gleich erfahren. Bis gleich nach dem kurzen Intro. Ja Leute, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, das Becken steht in meinen Augen sehr gut da und läuft auch momentan schön stabil. Ich habe eigentlich nicht wirklich was zu berichten, zumindest nicht direkt übers Becken, weil Verbrauch, Messwerte sind soweit alles so im grünen Bereich. Das Korallenwachstum ist da. Ich habe ein kleines Luxusproblem, wie man so langsam aber sicher dann hier in den Bereichen auch mal so ein bisschen erkennen kann. Es wird eng, aber das ist halt beim gut laufenden Becken nun mal so, dass man früher oder später, dass die Korallen sich näher kommen und da ist dann halt auch bald ein bisschen mehr Gärtnern angesagt, dass man entweder das Bild erhält, so wie es ist, oder dann tatsächlich hingeht und gegebenenfalls die eine oder andere Koralle umsetzt, rausholt, aus dem Becken rausholt, um anderen Tieren Platz zu machen. Da werde ich in nächster Zeit mal schauen, was ich da genau machen werde. Aber es gibt natürlich noch eine Kleinigkeit zu berichten. Und zwar, ich hatte ja in der letzten Sendung die ReefWave vorgestellt bzw. euch gezeigt. Anschließend dann auch die Vorstellung gemacht unter iOS. Verlinke ich euch mal kurz nochmal hier oben, wer daran interessiert ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt wo die Pumpe eine gewisse Zeit gelaufen ist, sie ist definitiv leiser geworden und sie macht einen sehr, sehr geilen Job. Also die Pumpe übernimmt momentan ja die Komplettströmung bei mir im Becken und es reicht auch vollkommen aus. Diese eine Pumpe, ja, die läuft teilweise zwischen 70 und 90%. Ist dann, ich sage es mal, schon am oberen Maximum teilweise, aber das ist soweit in Ordnung. Ich blende euch mal drei Sequenzen hier ein und rede mal ein bisschen dabei weiter. Das ist einmal der normale Pulsmodus, den ich jetzt hier habe bei 70%, wo die Pumpe eigentlich fast gar nicht zu hören ist. Und ich werde die gleich umstellen mal auf den Pulsmodus von 100%, einen langen Puls und man hört natürlich ein kleines bisschen, wie die Pumpe anfährt. Und es ist im Endeffekt so, jede Pumpe, die pulst, so kenne ich es zumindest, ist in irgendeiner Form zu hören. Und wenn es ein starker Puls ist, also mit viel Power zu tun hat, dann ist eine gewisse Geräuschkulisse eigentlich nicht vermeidbar. Fakt ist, diese Pumpe hat bisher das versprochen, das gehalten, was versprochen wurde. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Hut ab, Chapeau, das Ding tut, was es soll und ist dazu auch noch wirklich, ja, nicht unhörbar, aber sehr, sehr leise. Und ich sag jetzt mal, wenn sie im normalen Modus arbeiten würde, mit einer konsequenten Strömung im Bereich zwischen 70% und 80%, dann nimmt man diese Pumpe überhaupt nicht mehr wahr. Wenn es natürlich jetzt ins Pulsen reingeht, dann ist das natürlich ein wenig, ja, dann ist das so, das ist nun mal die, ich sag's mal in meinen Augen, die Mechanik, die Physik. Wie gesagt, bisher sehr, sehr zufrieden. Das nächste, wo ich noch drüber berichten kann, beziehungsweise ein Update geben möchte, ist wieder mal mein Phytoplankton. Und
da habe ich halt gemerkt, dass nach dem letzten Update, was ich gemacht habe, da hat die Kultur, da bin ich ja hingegangen, habe die 10 Watt, den 10 Watt LED-Strahler drüber gepackt in Kaltweiß und habe meinen Dünger dementsprechend modifiziert und muss euch ganz offen und ehrlich sagen, das hat nicht funktioniert. A, weil wahrscheinlich die Lichtfarbe falsch war und B, weil das Mischungsverhältnis vom Dünger wahrscheinlich auch nicht gepasst hat. Ich habe jetzt ein neues Setup gemacht und blende euch das mal eben kurz ein oben. Es ist eine andere Lampe, es ist eine ganz normale 0815 Aquarienlampe, LED relativ günstig und das Mischungsverhältnis von meinem Dünger habe ich auch geändert. Da sieht es im Endeffekt so aus, dass ich von dem Blumendünger, den ich bisher benutzt habe, 50% nehme und dann noch 50% volumentechnisch nochmal Nitrat, Calciumnitrat hinzupacke. Und das läuft jetzt im Moment seit knapp 4 Wochen komplett stabil. Und da werde ich dann weiterschauen. Sollte sich da noch was ändern, werde ich das dementsprechend nochmal als komplett neues Update rausbringen. Das letzte Update, was ich gepostet habe zum Phytoplankton, werde ich definitiv rausnehmen, weil dieses Video nicht den Tatsachen mehr entspricht und auch nicht funktioniert. Ja Leute, ihr seht im Endeffekt, es ist nun mal so, dass einige Sachen, die man gegebenenfalls zu früh rausbringt, zu schnell meint, das ist toll, das funktioniert so, dass es dann im Endeffekt nicht so ist und deshalb werde ich das auch, habe ich das auch dementsprechend jetzt hier kundgetan, dass es halt so ist, dass ich mit dem Update beziehungsweise mit dem Setup, so wie ich es euch vermittelt habe im Update, dass es halt so nicht funktioniert. Ein Bekannter von mir hat wie gesagt das ähnliche Setup, aber er hat einen leicht anders angesetzten Dünger von mir gehabt und der hat anstatt einer Kaltweiß eine Warmweißlampe genommen. Und genau da liegt im Endeffekt der Unterschied. Genau das braucht das Phytoplankton in meinen Augen. Wie gesagt, ich werde es noch weiterhin beobachten. Noch circa 4-5 Wochen werde ich diese Kultur versuchen weiterzuhalten. Sollte das so funktionieren, bringe ich ein neues Update zum Phytoplankton. Im Endeffekt sieht es ja jetzt im Becken so aus, dass es einigermaßen gut läuft und ich sage jetzt mal, bis auf die kleinen Luxusprobleme vom Platz her und vom Wachstum tut sich momentan halt nicht mehr ganz so viel. Das ist dann unter anderem auch ein Grund dafür, dass ich vielleicht nicht mehr so viel neue Infos bringen kann. Sollte euch noch irgendwas interessieren zum Becken, schreibt es mir runter in die Kommentare, wenn ihr was wissen wollt. Ich werde definitiv darauf antworten. Was ich unter anderem auch schon gemacht habe, ist einmal meine komplette Technik unten aufgeführt. Mehr oder weniger, hier und da in abgewandelter Version. Viele haben gefragt, was hast du für eine Pumpe drin, wo kriege ich die her, wo kriege ich die Wassertests her, wo kriegt man den Spinner Cube her, etc. Habe ich euch jetzt alles unten in der Infobox verlinkt. Die anderen Links, die ich rausgesucht habe, ist teilweise von Mutze, das ist von Permaquaristik und. Je nachdem, wo die entsprechenden Sachen halt zu bekommen sind. Wie gesagt, steht alles unten in der Infobox drin, schaut es euch an. Ich versuche das Ganze natürlich auch nach Möglichkeit up to date zu halten. Und was ich euch fragen wollte, ist, ob ich nochmal ein separates Technikvideo machen soll. Also sprich, wo ich im Prinzip mein komplettes Becken von A bis Z, von unten, von oben nach unten komplett erkläre, euch zeige, was ich für Technik einsetze. Da ist jetzt die Frage, wollt ihr das sehen? Wenn ja, schreibt es mir auch bitte runter in die Infobox, beziehungsweise in die Kommentare. In der Infobox steht die momentan verbaute Technik. Wenn ihr dazu noch mehr wissen wollt, dann dementsprechend in die Kommentare reinschreiben bitte. Was ich auch noch verraten kann am heutigen Tag ist, dass spätestens
nächste Woche Samstag, Uhrzeit lege ich noch fest, ein Livestream wieder kommen wird. Und zwar hatte ich mir das Thema Einfahren von Becken unter verschiedenen Bedingungen vorgestellt. Sprich, wie fahre ich an, wie setze ich an, wie kann ich dementsprechend, was kann ich für Materialien benutzen, worauf muss ich achten, was kann passieren. Und mein Plan ist es, da dementsprechend noch eine kleine Überraschung einzubauen. Und wenn euch dieses Thema interessiert, dann möchte ich auch gerne, dass ihr mir dazu bitte was runter in die Infobox schreibt oder in die Kommentare bei Facebook, ob euch das interessiert oder nicht. Oder ob ihr ein anderes Thema habt, was dringender bearbeitet werden sollte. Ja, Leute, jetzt haben wir relativ wenig über das Becken gesprochen und viel über andere Dinge. Ist nun mal so, wie gesagt, das Becken, das läuft. Es gibt nicht mehr so viel zu berichten. Und ich denke, die nächsten Tagebucheinträge werden sich relativ kurz gestalten. Außer wenn natürlich irgendwas Grundlegendes sich ändert. Und ich entlasse euch hiermit in den 1. Mai und würde mal pauschal sagen, ich schmeiße euch noch ein paar Bilder rein, noch ein paar kleine Videos. Und wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch das hier gefallen hat, bitte lasst einen Daumen da, natürlich den positiven nach oben. Und falls ihr neu sein solltet hier auf dem Kanal, abonniert ihn bitte, macht die Glocke an, dann bekommt ihr auch mit, wenn ich mal wieder eine Kleinigkeit raushaue. Im Moment, wie gesagt, ist es relativ schwierig, die Kadenz zu halten, weil ich in Zeiten von Corona ist es natürlich recht schlecht momentan mit meiner Zeit bestellt. Also in diesem Sinne, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Euer Viper.